Hallo Freunde! Wenn es darum geht, regelmäßig schwere Lasten zu ziehen und zu transportieren, können nur wenige Trucks mit dem 2025 Chevrolet Silverado HD mithalten. Die für ihre Zuverlässigkeit und schiere Stärke bekannte Silverado HD-Reihe wurde um Offroad-Varianten wie den ZR2 und den Trail Boss erweitert. Unter seiner Haube verbirgt sich serienmäßig ein leistungsstarker 6,6-Liter V8 Benzinmotor, aber für diejenigen, die noch mehr Leistung suchen, gibt es einen optionalen 6,6-Liter V8 Turbodiesel. Diese Dieseloption ermöglicht eine beeindruckende maximale Anhängelast von 36.000 Pfund und ist damit eine hervorragende Wahl für diejenigen mit erheblichem Abschleppbedarf. Beide Motoren sind für eine gleichmäßige Kraftübertragung mit einem 10-Gang-Automatikgetriebe von Allison gekoppelt. Käufer haben die Möglichkeit, zwischen Hinterrad- oder Allradantriebskonfigurationen zu wählen, mit der Möglichkeit, auf eine Doppelhinterachse für verbesserte Abschlepp- und Transportfähigkeiten aufzurüsten. Während die High-Country-Ausstattung des Silverado HD eine Fülle von Funktionen bietet, wirkt sein Fokus auf die Funktionalität im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Ford Super Duty und dem Ram HD möglicherweise weniger luxuriös. Dennoch werden bei den Anhängehilfen keine Kompromisse eingegangen, einschließlich einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung für die Verwendung mit Anhängern und mehreren Kameraansichten für einfacheres Ankuppeln. Die Einführung des Trail-Bus-Pakets verleiht der Silverado HD-Reihe Geländetauglichkeit mit Funktionen wie einer Offroad-Federung und einzigartigen 20-Zoll-Rädern. Es bleibt jedoch hinter den extremen Fähigkeiten der ZR2-Variante zurück. Zu den Aktualisierungen der gesamten Reihe gehören eine serienmäßige adaptive Geschwindigkeitsregelung für den High Country, neue Pakete und Radoptionen sowie verfügbare Parksensoren vorn und hinten für ausgewählte Ausstattungen. In Bezug auf die Leistung sind der Silverado 2500 HD und der 3500 HD serienmäßig mit einem 6,6-Liter V8 Benzinmotor ausgestattet. Wer mehr Kraft braucht, kann auf den Duramax Diesel V8 aufrüsten, der deutlich mehr PS und Drehmoment bietet. Beide Motoren liefern ihre Leistung über dasselbe 10-Gang-Automatikgetriebe von Allison und sind mit verschiedenen Antriebsstrangkonfigurationen kompatibel. Zu den Verbesserungen im Innenraum gehören eine geräumige Kabine mit benutzerfreundlichen Bedienelementen und mehr Fahrgastkomfort, insbesondere in der Doppelkabinenkonfiguration. Auch wenn der Silverado möglicherweise nicht mit der Raffinesse der Innenräume seiner Konkurrenten mithalten kann, bietet er wünschenswerte Funktionen wie beheizte und belüftete Sitze, reichlich Stauraummöglichkeiten und fortschrittliche Technologie. Mit Preisen zwischen 47.000 und 82.000 US-Dollar, je nach Ausstattung und Optionen, ist der Chevrolet Silverado HD 2025 weiterhin eine Top-Wahl für alle, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Schwerlast-LKW benötigen.